Auf einen Kaffee mit. Eine Gesprächsreihe der Hans-Seidel-Stiftung. Moderiert von Ramona Fruner-Weiß. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute zu unserer Auftaktveranstaltung Auf einen Kaffee mit Christine Borst. Gut, bei mir zu Gast heute Frau Christine Borst, langjährige Bürgermeisterin aus Krailling. Grüß Gott, schön, dass Sie da sind, Frau Borst. Grüß Gott, freue mich, danke, bedanke mich für die Einladung. Und zu Ihrer Vita, Sie sind ja geboren 1954 in München, aufgewachsen in Schwabing, verheiratet 36 Jahre lang mit dem gleichen Mann. Ich glaube, das ist ja auch schon mal eine Leistung, ja. Kann man sagen. Sie haben zwei Töchter. Und in Kürze nicht nur zwei, sondern drei Enkel. Wann ist soweit? Das ist erst in der 7. Woche, das Kleine. Oh. In 9 Monaten gut. Sozusagen. Okay, also es ist am Schlüpfen sozusagen, genau. Am gebrütet werden. Sie leben seit gut 35 Jahren in Krailling auch, sind da also verwurzelt, kann man. Und seit 1988 selbstständig. Sie haben das Kulturbüro Borst dort gegründet in Ihrer Gemeinde. Und 2008 war es dann soweit, Frau Borst ist erste Bürgermeisterin geworden in Krailling und hat dieses Amt auch bis 2019 ausgeübt. Bis 2019, wir kommen nachher noch drauf, aus gesundheitlichen Gründen mussten Sie ja Ihr Amt aufgeben, haben sich aber jetzt mittlerweile wieder einigermaßen erholt und stehen uns heute mit Ihren Erfahrungen und mit Ihrem Wissen für die Neueinsteiger zur Verfügung. Das mache ich gerne. So, Frau Borst, zunächst wollen wir natürlich ein bisschen was persönlich über Sie erfahren. Und aha. Da habe ich was vorbereitet. Aha. So, und zwar dürfen Sie sich hier Ihre drei Fragen ziehen. Vielleicht fangen wir mit einer an und Sie lesen es dann einfach vor und beantworten es. Was ich schon immer einmal machen wollte. Eine Weltreise. Okay. Da kann man jetzt auch nicht fragen, wohin, gell? Aber okay. Ich weiß nicht, ob es noch klappt, aber zumindest jetzt hätte ich die Möglichkeit, solange ich gearbeitet habe, ist es ja nicht möglich gewesen. Aber wahrscheinlich ist jetzt wieder irgendwas anderes. Aber grundsätzlich reisen wäre jetzt schön. Dann hätte man die nächste Frage. Mit wem würden Sie gern mal einen Tag tauschen? Oder einen Kaffee trinken gehen? Ja, ich würde tatsächlich mal, die Angela Merkel ist genauso alt wie ich, ist genau im Juni geboren, ist selbe Sternzeichen wie ich. Und ich denke immer, wenn das Bürgermeisteramt schon so stressig ist, es ist es einfach, muss man sagen, was die Frau leistet, also das ist einfach gigantisch. Ich meine, die hat kein Jetlag scheinbar, die hat gar nichts, die ist immer viel, also zumindest wirkt so. Ich meine, zum Schluss, jetzt wäre es natürlich auch schon schwieriger, aber da würde ich gerne mal einen Tag erleben von der, weil das ist der Wahnsinn, was sie leistet. Und muss sie dann auch immer noch blöd anreden lassen. Also das ist dann das andere. Okay, dann werden wir mal nachfragen, ob sie Zeit hätte. Genau. Die letzte Frage noch. Ihr Lebensmotto, mein Lebensmotto. Mhm. Immer positiv denken. Das ist doch ein sehr schönes Motto. Kann sich vielleicht der ein oder andere, der noch keins hat, auch zu Herzen nehmen. Frau Borst, Sie sind ja oder Sie waren Leiterin und Gründerin eines eigenen Kulturbüros 20 Jahre lang. Warum haben Sie eigentlich kandidiert fürs Bürgermeisteramt? Also ich habe, wie gesagt, ich habe zwei Kinder. Also ich bin Betriebswirtin, ich habe in einem großen Verlag gearbeitet. Dann kam die erste Tochter, dann habe ich noch halbtags gearbeitet, dann kam die zweite Tochter, dann war ich daheim gesessen. Und dann haben wir gedacht, ein Jahr lang bin ich wie beseelt mit meinem Kinderwagen rum. Und dann haben wir gedacht, also irgendwie ist das, ich wollte immer Familie, aber ich war auch einfach immer gern berufstätig. Und dann habe ich mich im Keller unseres Hauses selbstständig gemacht. Und da hat ein Theater bei uns in der Ecke, hat jemand gesucht, der das Management von zu Hause aus macht. Und das habe ich übernommen. Und dann bin ich 20 Jahre weitergereicht worden von den Künstlern. Also wenn man mal mit Künstlern arbeitet, da braucht man keine Akquise mehr machen. Die sind so froh, wenn einer was organisiert. Also da habe ich 20 Jahre lang nur schöne Erlebnisse gehabt und war wirklich ganz toll. Mhm. Aber es ist tatsächlich die Frage, warum habe ich dann kandidiert? Sie hatten ja eigentlich alles, wenn man so will. Eigentlich, also die Firma ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und ja, es war dann einfach so, dass ich nach 20 Jahren alles gemacht habe mit der Firma, was ich im Rahmen dieser kleineren Firma machen konnte.
Und dann habe ich eben in unserem Ort so ein Festival ins Leben gerufen. Das ist wie so ein Land Tollwood. Tollwood sagt Ihnen alle was, ein kleines Tollwood eben. Und da bin ich bekannt geworden. Und ich war völlig unpolitisch vorher. Und plötzlich sind alle Parteien hinter mir her gewesen. Und da haben wir gedacht, na, wenn ich kandidiere, in Greiling ist die CSU einfach sehr stark. Na, kandidiere schon für die, wo es was werden könnte. Und auch von der Überzeugung her, selbstverständlich. Ja, das war mir doch hoffentlich. Das muss natürlich dahinter noch sagen. Okay. Und wie ich gefragt worden bin, ich habe 2 Wochen mit keinem Menschen drüber gesprochen, nicht mit meinem Mann, nicht mit meinen Kindern, mit niemandem. Ich habe gedacht, wahrscheinlich musst du dann die Firma aufgeben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, so in der Lebensmitte nochmal was ganz anderes zu machen. Wir haben vorher schon mal drüber gesprochen. Das hat was. Und dann haben wir gedacht, Zeit für Neues. Wenn sie mich wählen, und zwar gescheit wählen, dann mache ich es. Und ich habe 5 Gegenkandidaten gehabt und bin im ersten Wahlgang gewählt worden. Ohne Stichwahlen haben wir gedacht, so, das ist ein klares Votum, und dann habe ich es gemacht und habe es auch nicht bereut. Es ist beeindruckend, also 5 Gegenkandidaten, da vermutet man ja eigentlich schon, dass es von Haus aus eine Stichwahl geben muss. Jeder hat gesagt, da muss es. Ja, aber was haben Sie anders gemacht als die anderen? Ich war halt relativ bekannt durch dieses Kulturbüro. Wir haben auch öffentlichen Ticketverkauf gehabt. Die Leute sind auch gekommen, haben sich für andere Veranstaltungen Tickets geholt. Ich war einfach bekannt und ich habe einen guten Wahlkampf gemacht. Ich bin Marketing-Expertin. Ja, das hat seine Vorteile. Ja. Also das heißt, wir haben ja auch diese 3 Säulen. Man sagt ja, Bekanntheit ist das eine, Sympathie kommt noch dazu und das Wissen, das haben Sie sich dann wahrscheinlich aufgebaut über die Jahre. Aber Sie waren ja die erste Bürgermeisterin auch in der Würmtalgemeinde Greiling, die ja derzeit, vielleicht kennt Sie der ein oder andere, im Landkreis Starnberg, 8000 Einwohner ungefähr, westlich von München liegt. Wie wurden Sie aufgenommen als erste Bürgermeisterin oder als erste Frau an dieser Stelle? Also total positiv, da gab es nichts Negatives. Also vor allen Dingen im Würmtal war es so, wir sind 5 Würmtal-Gemeinden, die so nebeneinander sind und sehr miteinander gut arbeiten. Da waren 4 Frauen und ein Mann. Der Christoph Göbel war in Gräfelfing und die anderen, wir waren 4 Frauen. Wir haben gedacht, das Leben ist ja prima, also wenn das überall so ist. Wir haben ihn dann gehätschelt und gepflegt, den Christoph Göbel, mit dem Ergebnis, er wurde Landrat, wir sind Bürgermeisterinnen geblieben. Aber dann habe ich eben gemerkt, wenn ich rausgegangen bin, dass es viele Gemeinden gibt, wo nicht einmal im Gemeinde eine Frau ist, und da habe ich mich dann engagiert dafür. Was waren denn so die Themen bei Ihnen in der Gemeinde damals bis heute? Gab es da so eine Entwicklung? Also was bei uns wirklich schwierig war, war diese CSU-Lastigkeit. Also Greiling ist eine Gemeinde, die seit 70 Jahren, oder also was jetzt, ja, 68 Jahre, immer mit einer CSU-Mehrheit und mit einem CSU-Bürgermeister war. Und da haben sich die anderen Parteien, da hat sich so eine Front aufgebaut. Und das war ganz schwierig am Anfang, denen zu sagen, ich meine, meine Vorgänger, die haben dann schon mal, und das wird in euren Gemeinden früher auch so gewesen sein, wenn du die Mehrheit hast, irgendwann denkst du, jetzt diskutiere ich nicht mehr, jetzt wird abgestimmt und gut ist. Und das war halt bei uns auch, und da hat sich so eine Frustration über viele Jahre aufgebaut. Und ich habe denen gesagt, ich große Projekte auf gar keinen Fall mit einer Basta-Abstimmung, sondern wir müssen in einem kleinen Ort zusammenarbeiten. Aber das hat mindestens 8 Jahre dauert, bis die einigermaßen, die haben sich immer alle zusammengeschlossen. Da hat FDP, Grüne, SPD, haben alle immer gegen die CSU. Und das ist schon, das ist ein unnötiger Kampf einfach. Ne? Grundsätzlich, also ganz wurscht was. So ist es. Und 2014 bei der letzten Wahl, da haben sie einen Kandidaten aufgestellt, alle zusammengetan und haben gemeint, sie können es damit, aber hat auch nichts genutzt. Aber Das ist ein großes Problem in Greiling gewesen. Also ich denke, es ist jetzt besser, aber das war sehr schwierig. Und wie haben Sie das dann geschafft, dass sich das quasi mehr sachorientiert gewandelt hat? Ja, also wir haben vorhin schon gesprochen, ich glaube nicht, dass Frauen bessere Bürgermeister sind, aber ich glaube, dass Frauen besser, ja, so ein bisschen die Leute einbinden können. Also, und das glaube ich, also das ist mir auch gesagt worden, dass ich wirklich immer versucht habe, dieses blöde Wort, alle mitnehmen, den Bürger mitnehmen, aber es ist einfach so. Und ja, also da, aber es war ein hartes Stück Arbeit. Okay. Und was gefiel Ihnen jetzt besonders gut, wo Sie sagen, am Bürgermeisteramt, und was gefiel Ihnen vielleicht weniger gut? Also was mir
ganz gut gefallen hat, für mich wäre ein Leben ein einseitiges Leben und ich denke, das wird jedem von Ihnen also gehen, sonst würden Sie sich für das Amt nicht bewerben. Es muss was los sein, es muss vielseitig sein, es muss Spaß machen, es muss mit Leuten zu tun haben und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Das habe ich in meinem ganzen Leben so gehabt und als Bürgermeister hast du jeden Tag was anderes. Du gehst in dein Büro und mein Mann immer, das ist immer dasselbe, aber da ist von der Wiege bis zur Bahre ist alles vertreten und man glaubt gar nicht, was alles auf einen zukommt. Das ist das Spannende einfach. Mhm. Das klingt so, als hätten Sie schon noch so ein bisschen Sehnsüchte, aber darauf kommen wir dann später nochmal zurück. Was waren jetzt so die Folgen der erfolgreichen Kandidatur? Sie haben ja eine Familie, haben wir vorher schon gesagt, und die Familie und den Beruf unter einen Hut zu bringen. Also kam vielleicht auch von Ihren Kindern oder von Ihrem Mann der Vorwurf, dass Sie jetzt weniger Zeit hätten für die? Also die waren Kummer gewöhnt, weil ich mit der Kulturfirma, die ich gehabt habe, auch so viel unterwegs war. Und die haben dann gemeint, es wird besser werden, weil in so einem kommunalen Amt, das kann ja nicht so wohl sein, es ist nicht besser geworden. Aber ich sage immer, ich bin 36 Jahre, wie ich vorher gesagt habe, mit demselben Mann verheiratet, aber wir haben uns nur 18 Jahre gesehen, weil ich nie da war. Oh. Also ich glaube, dass das gar nicht schlecht ist. Ja, also aber man muss natürlich ganz klar sagen, ich meine, das wisst ihr ja alle selber, wenn die Familie nicht mitmacht, dann kann es gleich einbackeln. Weil man kann nur an einer Front kämpfen. Weil wenn du heimkommst von einer Sitzung, wo du 4 Stunden so da gesessen bist und nur geschaut hast, und dann kommt dann die Frau oder der Mann und sagt, wo warst du denn so lange? Also das packt man einfach nicht. Mhm. Meine Kinder waren groß, muss ich sagen. Ich hätte es nicht gemacht, wie ich kleine Kinder gehabt habe. Aber mit den großen Kindern, die haben gesagt, Mama, prima, wunderbar. Also das war kein Problem. Also so ein Erfolgskonzept für eine lange Ehe, oder? Also kann ich empfehlen. Okay. Was waren denn in Ihrer Zeit so die größten Herausforderungen, Frau Borst? Ja, also wir haben dann schon ganz interessante Sachen gehabt. Also wie ich angefangen habe, gab es mitten im Ort, also Greiling sagt euch ein bisschen was, Landkreis Starnberg, Grundstückspreis 1600 aufwärts so ungefähr, wird immer teurer und es gibt kaum Flächen, die Gemeinde hat kaum eigene Flächen, hatten im Ort, mitten im Ort ein Grundstück, das nicht der Gemeinde gehört hat, also privates mit 10.000 Quadratmeter. Und da haben sie vor meiner Zeit schon ewig mit dem Bebauungsplan rumgetan und wie ich angefangen habe, hat es geheißen, der Bebauungsplan ist fertig, prima, können wir weitermachen. Und dann ging es los. Dann erst der Gemeinderat hat sie völlig umgedreht, dann gab es einen Bürgerentscheid. Und also es war alles auf Null gestellt und ich habe wieder angefangen, ganz neu diesen Bebauungsplan zu machen. Inzwischen ist da bebaut und ist schön, aber hat halt Jahre gedauert. Was auch ein spannendes Thema war, wir haben ein Tanklager in Greiling, das WIFO heißt es. Und das ist von Hitler gebaut worden mit also entsprechenden riesigen Tanks, ist aber nie benutzt worden. Das war im Krieg nur, wie er es gebaut hat, aber ist nicht benutzt worden. Und das liegt mitten im Wald, davon weiß keiner was, das war früher geheime Staatssache. Und das ist dann als Tanklager eben genutzt worden von Bund, das hat den Bund gehört, das Ganze. Und mein Vorgänger hat gesagt, also da brauchst du dich nicht kümmern um das Tanklager, das gehört dem Bund und das wird weiter so sein und keine Probleme. Ich war vielleicht 3 Monate im Amt und er sagt, oh, na, du, dein Tanklager steht auf Immoscout. Sag ich, prima, haben die das, diese BIMA, dieses Bundesimmobilienverwaltung, haben das gab mal ja Zeit, da haben die alles abgestoßen, da haben die das da abgestoßen gehabt. Und bis ich geschaut habe, sie haben uns auch nicht fragen müssen, also da gab es keine Vorschrift, dass sie fragen haben müssen, hat es eine tschechische Firma gekauft. Und dann sind die Tankölreserven der Republik Tschechien bei uns eingelagert worden. Also ganz spannende Geschichte, geheime Staatssache. Und also da war, das konnte ich jetzt auch nicht alles erzählen, was da war, aber jedenfalls, da war wirklich auf höchster Ebene, waren da Gespräche notwendig, dass das alles wieder einigermaßen geklappt hat. Also das war ganz was Interessantes, ist bis heute noch eigentlich. Aha. Und was ganz was Schlimmes war und was jedem von euch auch irgendwann passieren könnte, weil man muss mit allem rechnen, Greiling ist eine Wohnstadt, wo die Leute rausziehen mit ihren Kindern, damit die in Sicherheit aufwachsen können. Mhm. Und es ist ganz am Anfang meiner Amtszeit sind 2 Mädchen ermordet worden in Greiling. Mhm. Und ich habe in der Früh von meinem geschäftsleitenden Beamten einen Anruf bekommen, du oder sie, wir haben 2 Morde in Greiling. Ich habe gedacht, ja.
und was machen wir jetzt, hat er gesagt. Und dann bin ich aufgefahren und dann diese Presse, dieses RTL 2 und dieser ganze, die waren alle vor der Schule gestanden, die Kinder sind bei uns in die Schule gegangen und wollten mit den Kindern reden, mit den Klassenkameraden. Die Rektorin und ich, wir haben uns vor diese Türen geschmissen so ungefähr und ich habe sehr viel Erfahrung von meinem Kulturbüro mit Presse gehabt. Aber da, wenn jemand ist, der noch nie mit Presse zu tun gehabt hat, also das war der Wahnsinn. Die Mutter wollten sie interviewen und also es war ganz, ganz furchtbar. Sie ja auch. Ja, überall waren es. Und es war dann so, dass die Leute ihre Kinder nicht mehr aus dem Haus gelassen haben und das war eine ganz furchtbare Sache in Greiling. Und ich habe mir gedacht, hoffentlich wird das bald aufgeklärt. Und das war ja dann eine Beziehungstat und das war ja der Onkel. Und dann war es auch wieder gut, wenn dann gleich gesagt hat, das kann überall passieren. Aber das, da erinnerte mich so eindringlich drauf, weil das kann in jedem Ort einmal passieren. Gell? Also mit sowas muss man rechnen. Wie sind Sie damit umgegangen? Ja, wie gesagt, also ich habe mit der Presse gesprochen als Einzige, aber habe einfach nur bestimmte Informationen rausgegeben. Und die Presse hat immer gefragt, was macht die Gemeinde oder was macht der Staat? Da muss irgendwas passieren. Da immer, was macht eine Gemeinde, wenn Kinder ermordet werden? Das weiß ich auch nicht. Dann habe ich einen bayerischen Gemeindetag angerufen. Da habe ich mir gedacht, irgendwann wird mir gedacht, du bist hilflos, weil wen willst du denn fragen? Dann rufe ich einen Gemeindetag an, die gesagt, wissen wir auch nicht. Dann denke ich mir, jetzt meine letzte Not ist der Pfarrer. Dann haben wir einen Pfarrer gewandt und dann haben wir einen ökumenischen Gottesdienst gemacht, wo die ganzen Kinder dabei waren von der Schule und wo nur so Kerzen weiter, also so sehr spirituell das Ganze. Und das war dann scheinbar das Richtige. Und auch Herr Staatsminister Herrmann ist zum Schluss neben mir gesessen, ich weiß gar nicht, wo der hergekommen ist, und hat da mit seinen Kerzen, und das war aber das, die Leute haben irgendwas erwartet. Und du stehst dann da und denkst, du lieber Himmelvater, was mache ich? Man ist ja verantwortlich quasi. Ja, die haben alle mir geschaut, was machen wir jetzt? Aber ich habe auch noch nie eine Gemeinde geleitet, wo Kinder ermordet worden sind. Ne? Und was auch ganz furchtbar war, dann habe ich die Anfrage gehabt, ob die Kinder wollen die Särge bemalen und ob die das in der Schule machen dürfen. Dann habe ich gesagt, ja, also dann ist ja so ungefähr, dann ist aber die Psychologin von der Schule zu mir gekommen und hat gesagt, lassen Sie die Kinder das machen, Kinder brauchen einen Ausdruck für ihre Trauer. Und ich muss sagen, bei der Trauerfeier, da wo die Kinder dann eben beerdigt worden sind, diese bunt bemalten Särge haben eine gewisse Hoffnung irgendwie ausgedrückt in diesem schrecklichen Ding. Aber das war das, das musst du entscheiden, ob du das den Kindern zumuten kannst oder nicht. Aber es war dann schon gut und richtig. Also das sind so die Dinge, die einfach passieren können und wo man einfach verantwortlich ist dafür. Es gibt, also Krisenmanagement gibt es ja auch x Kurse, aber die Krise wird wahrscheinlich in keinem Kurs behandelt werden. Da gibt es immer nur so generelle Dinge dann. Ne? Frau Borst, worauf blicken Sie denn heute auch gern zurück? Es wird ja mit Sicherheit auch viele schöne Momente gegeben haben. Aber ja, also ich habe das 11 Jahre mit großer Leidenschaft gemacht. Das war ja das, weil ich zu viel gemacht habe. Darum bin ich krank geworden. Ich blicke auf ganz tolle Begegnungen. Zum Beispiel, wir haben wie ihr alle wahrscheinlich auch Asylbewerber bekommen, neben 140 Stück. Und das war natürlich auch mal das Geschiss, das Greilinger Villengegend. Wer will diese Container wohin haben? Wir haben aber eigentlich keine Flächen gehabt und das waren also da lernst du die Leute kennen, wie die ausfällig geworden sind und ausfallend und also ganz schlimm, aber endlich haben wir dann einen Platz gehabt und wie die dann eine Zeit lang da waren, dann haben sie Helferkreise gebildet und das hat dann alles gepasst. Und dann haben uns die eingeladen, die Asylbewerber zum Fest und dann, also von der Gemeindeverwaltung, und dann waren wir da und das war so ein schönes Fest und zum Schluss haben sie gesagt, so, und jetzt tanzen wir alle und ich denke mir, ich mag so gern tanzen. Nix, haben nur die Männer getanzt. Also das sind Syrer gewesen und also haben nur die Männer getanzt, sie haben uns was vorgetanzt. Also auch mit den Kindern, mit der Schule, wir haben nur eine Schule, eine Grundschule. Und da haben wir die erste Ganztagsschule im Landkreis gemacht. Und also wir haben viel bewegt oder ich habe viel angestoßen, sagen wir mal, in der Zeit. Gab es denn irgendwie so Bereiche, wo Sie sich besonders engagiert haben? Also was trägt so Ihre Handschrift? Also nachdem ich eine Firma für Veranstaltungsorganisation vorher gehabt habe, habe ich natürlich einiges angeleiert oder gemacht, weil bei uns die alten Leute sind nicht arm vom Finanziellen her, die wenigsten, sondern die sind einsam. Und die sitzen in einer
Riesenvilla und ein großer Garten rum und es ist niemand da, mit denen er spricht. Und dann haben wir so Seniorencafé eingerichtet und einen Kulturmittag, wo sie hingehen können. Mhm. Und haben also ganz verschiedene Sachen, Weihnachtslesung, was vorher alles nicht gegeben hat. In Greiling ist leider so, ich denke, bei den ländlicheren Gemeinden, da gibt es Vereine, die sowas machen. Mhm. Bei uns gibt es das nicht. Bei uns hat der Verein einen Geschäftsführer, das ist ein Dienstleister, aber die Leute im Verein, die machen nichts. Also die meisten arbeiten in München und bis die heimkommen. Darum hat da die Gemeinde eben ziemlich viel gemacht. Wir sind auf die Wiesen gefahren mit den Senioren, weil bei uns ist Heidi Volm, der Bräurosl hat auf der Wiesen und der hat dann was gestiftet. Und also da habe ich sehr viel gemacht und im Bereich Öffentlichkeitsarbeit habe ich auch sehr viel gemacht. Da haben wir Zeitungen dann gemacht, das hat es alles vorher nicht gegeben. Mhm. Also in der Richtung. Und also so Kulturförderung und Bürgerinformation. Und dann halt auch diese ganzen Bebauungspläne, die halt offen waren, die haben wir alle zu Ende gebracht und da entstehen jetzt wirklich schöne Häuser. Und wir haben auch einen sozialen Wohnungsbau gefördert und haben soziale Wohnungen gebaut. Mhm. Also Greiling ist ein Stück schöner geworden. Was ich nicht mehr geschafft habe, wir haben eine Ortsmitteplanung jetzt über Jahre gemacht. Und da war auch wieder der Bürger gegen das und der Bürger gegen das. Also das ist immer noch nicht fertig, aber die Planung steht zumindest. Also ich hoffe, dass mein Nachfolger es irgendwann einmal macht. Ja. Was haben Sie denn auch durch das Amt vielleicht auch gelernt oder mitgenommen? Ja, dass man, also das, ich wusste es schon vorher, aber in dem Amt habe ich es ganz deutlich gelernt, dass man niemals die anderen ändern kann, sondern immer nur sich selber stärken kann. Also man kann ganz gegen Angriffe, du kannst die Leute nicht ändern, aber du musst schauen, dass du für dich einfach dafür sorgst, dass das nicht durchgeht. Und solange ich gesund war, war das überhaupt kein Thema. Also das, ich habe gedacht, was gehst du mich an? Mhm. Aber wenn du ein bisschen angeschlagen bist, dann du musst jetzt nicht schwer krank sein, aber einfach, dann geht das durch und dann trifft es einen. Und das ist schwierig dann. Also man Resilienz. Muss, so ein diese Resilienz. Also man muss wirklich für sich sorgen und schauen, in dem Beruf, weil der wirklich sehr, sehr fordert. Deswegen gesagt, ich habe viel Kraft und ich war viel gewohnt. Aber er fordert einfach sehr. Und ohne, dass jetzt bei uns was Schlimmes gewesen war. Es gibt ja Gemeinden, da ist ganz furchtbar. Das war bei uns nicht. Mhm. Aber es sind so viele Dinge, wo man dann doch angegriffen wird. Und bis man kapiert, also da hab ich eine Zeit lang gebraucht, ich habe immer gedacht, das muss man den jungen Kollegen sagen, die anfangen, dass die Angriffe nicht gegen Herrn Mayer oder gegen Herrn Huber sind, sondern gegen die Rolle des Bürgermeisters. Das, also ich habe das am Anfang gedacht, ich habe doch denen nichts da, warum sind die so? Wenn sie aus dem Sitzungssaal raus waren, waren sie wieder normal. Aber das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also einfach diese Rolle sehen, die greifen die Rolle an. Und solange es einigermaßen in Ordnung ist im Ort, bleibt es dann auch dabei. Ich meine, es wird Orte auch geben, wo das auch ist. Aber sich selber schützen und stärken, das, glaube ich, ist wirklich ganz was Wesentliches. Das heißt, wenn ich das so raushöre, das ist auch was, was Sie im Nachgang vielleicht auch anders machen würden. Gibt es da sonst noch irgendwas, wo Sie sagen im Nachhinein, Mensch, das hätte ich damals vielleicht anders machen sollen? Oder? Also ich denke, ich habe wirklich für meine Kräfte zu viel gemacht. Mhm. Also ich habe immer, wir haben vorher gesprochen, Frauen haben ein bisschen das Gefühl, sie müssen immer 120% leisten und ich habe, weil es mir so Spaß gemacht hat, ich habe es ja wahnsinnig gern gemacht, aber dann ist das Amt dazu gekommen, dann ist das Amt in der zweiten Periode, bist dann plötzlich Vorsitzender von da und Vorsitzender von da. Mhm. Und, also auch mal Nein sagen. Ja, Endeffekt. Auch mal Nein sagen können. Mhm. Bei mir ist dann aus der Nachbargemeinde die Kollegin gestorben, dann waren da zwei Ämter übrig, ich war die Einzige, die schon in der zweiten Periode war, jetzt habe ich das auch noch gekriegt. Mhm. Also du kannst nicht Nein sagen, weil es kann niemand anders machen eigentlich. Aber halt sich wirklich nicht zu viel aufladen, da würde ich ein bisschen weniger machen. Die Kollegin, von der Sie gerade erzählt haben, mit der waren Sie ja auch befreundet. Das heißt, da ist schon der erste schwere Schlag auch irgendwo gewesen. Sie kam, also oder auch bei Ihnen kam ja dann so ein erster Rückschlag, wo Sie dann Ihr Amt auch aufgeben mussten. Was war denn da passiert? Also ich habe vor 2 Jahren ist mein zweiter Bürgermeister gestorben, den ich sehr gern gemocht habe. Und da habe ich noch die Trauerrede gehalten und dann bin ich aus der Kirche raus und bin zusammengebrochen. Und dann bin ich in die Klinik gefahren worden, Verdacht auf Herzinfarkt. Es war kein Herzinfarkt, aber es war totaler Erschöpfungszustand. Dann war ich in Reha und Ding. Und dann hat mein Kopf gesagt, wir machen weiter. Die Ärzte haben gesagt,
sie müssen kürzer treten, sie können das nur noch halbtags machen oder so. Wie soll man Bürgermeister halbtags machen, das geht schon noch. Dann ein Jahr drauf, dasselbe wieder aus einer Versammlung raus, zusammengebrochen. Und es ist aber nie richtig gefunden worden, was es eigentlich ist. Und jetzt im Januar CSU-Veranstaltung, Neujahrsempfang, wunderschöne Rede. Und dann habe ich wieder gemerkt, dass es losgeht und bin dann raus. Und dann haben sie mich auch wieder mit dem Sanker ins Krankenhaus gefahren. Und dann haben sie festgestellt, dass ich eine Herzerkrankung habe, die rein stressbedingt ist. Also da hat sich eine Herzkammer verändert sich nur durch Stress. Mhm. Und dann hat der Arzt gesagt, jetzt will ich nicht endlich aufhören, dann nächstes Mal, jeder dieser Anfälle kann tödlich sein. Da habe ich gesagt, nein, also jetzt ist gut. Aber das hat mich schon erschüttert, dass weil jeder hat Stress, aber dass Stress ein Organ verändern kann. Also das haben wir gezeigt, dass diese Herzkammer, die hat dann nicht mehr richtig gepumpt einfach. Mhm. Und das hat diese Anfälle ausgelöst. Und dann aber die Entscheidung eben. Dann du liegst auf der Intensivstation und weißt, du musst jetzt entscheiden. Und wenn ich bei Siemens aufhöre, dann höre ich halt auf. Aber da musst du der Presse erklären, was du hast und warum und dass du jetzt aufhörst und dass Neuwahlen nötig sind. Und das war schon nicht so einfach. Aber jetzt geht es mir wieder einigermaßen gut und man merkt, wenn der Druck weg ist. Und wie gesagt, so Sachen, so ein bisschen was, eben gerade so, wenn junge Kollegen, ich denke, aber die müssen das ja auch nicht mitmachen, wenn man vielleicht so, gerade mit dieser Rolle, das haben wir schon früh gesagt, dass sie das nicht wissen. Und wenn man sowas vielleicht weitergibt, solche Dinge mache ich noch ganz gerne. Aber ansonsten mache ich jetzt wirklich, was mir Spaß macht. Ja, Sie haben ja auch gesagt, das war die schwerste Entscheidung Ihres Lebens, weil Sie hätten es ja einerseits, waren Sie ja mit Herzblut dabei. Ich hätte ja nächstes Jahr sowieso aufgehört, aber jetzt war es ja der Jahr früher. Ja, okay. Sie sind aber auch, Sie haben es angesprochen, nach wie vor noch politisch aktiv. Was machen Sie denn noch? Ja, ich bin im Kreistag noch. Also das ist das Einzige, was ich behalten habe. Und dann bin ich nicht das Einzige, bei der KPV bin ich noch stellvertretende Vorsitzende. Aber das wird sich auch auslaufen, weil ich denke, da muss man schon im Amt sein, wenn man diese Posten hat. Und Kreistag, da haben sie mich gefragt, ob ich wieder kandidiere, aber das mache ich auch nicht mehr. Da soll jetzt eben mein Kollege, der jetzt gewählt ist, der soll nein, weil da müssen die Arbeit machen müssen in den Kreistag. Nein. Aber politisch interessiert bin ich natürlich noch. Ja, das ist gut, das denke ich, wird dann auch wahrscheinlich so bleiben. Nein. Einmal politisch interessiert immer. Genau. Ja, zum Schluss noch vielleicht die wichtigste Frage mitunter heute. Tipps und Tricks, haben Sie da irgendwas, was Sie angehenden Bürgermeistern mit auf den Weg geben können? Also Tipps und Tricks, das ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil man kann das im Fußwissen sehr, im politischen Geschehen, kann man nichts tricksen. Und also ich denke immer, wenn man so die Geschichten hört von den früheren Bürgermeistern, also da muss ja schon einiges gelaufen sein. Also die waren auch bis Mittag im Büro und Nachmittag nicht mehr da. Und also diese Geschichten, die heute erzählt werden, oder dass dauernd getrunken wurde oder so, das geht halt einfach nicht mehr. Und, aber also ich finde es, das habe ich glaube ich jetzt in dem Gespräch schon gesagt, ich finde es wirklich wichtig, dass man auf sich als Mensch achtet, dass man sich nicht ausbeuten lässt, weil in dem Amt, eben weil es so Spaß macht, es besteht wirklich die Gefahr, dass man sie erstens überfordert und dass an diese Angriffe, die Kummer in jeder Gemeinde, da kann es nur so gut laufen, irgendwann passt. Das ist, das muss ich vielleicht nur sagen, ich habe ja 20 Jahre mit Künstlern gearbeitet vorher. Das sind auch Wahnsinnige, aber die sind positiv wahnsinnig. Da hat man sich zusammengesetzt und hat gesagt, jetzt ist das Projekt, machen wir. Und dann, ja, wenn es schief geht, mei, dann trinken wir einen und dann ist wieder gut so ungefähr. Und da, du kommst mit was. Also der erste schon, um Gottes Willen, was das kostet. Und also jede Initiative wird irgendwo sofort abgeblockt, auch von den Mitarbeitern. Ich meine, ich bin aus der freien Wirtschaft gekommen. Meine Mitarbeiter haben mir später gesagt, sie haben eine Panik gehabt, was die neue Bürgermeisterin von ihnen erwartet aus der freien Wirtschaft. Weil ich wusste gar nicht, dass also für Beamten sind also nur die mit dieser Prüfung 2 oder was. Habe ich gesagt, ich habe die Prüfung nicht. Ja, um Gottes Willen. Also das ist einfach, die haben Angst vor mir gehabt und ich vor Erna, weil ich mir gedacht habe, ist ein Verwaltungsapparat. Aber das Wichtigste ist, dass sie, ist das meins? Nein. Nee. Das Wichtigste ist, dass sie die Verwaltung auf ihrer Seite haben, weil ohne die Verwaltung bist du nichts. Kein Mensch kann 7 Hochschulstudien an einem Abend machen. Das geht einfach nicht. Du brauchst die Verwaltung dringend. Und die wichtigste Aufgabe von einem Bürgermeister ist führen.
Und das lernt man auch in keinem Studium richtig führen. Aber in Seminaren von der Hans-Seidel-Stiftung. Aber vielleicht in Seminaren von der Hans-Seidel-Stiftung, ja. Genau. Weil das, wenn die Mitarbeiter blocken, das, wir haben das im Landkreis erlebt, die können einen Bürgermeister so auflaufen lassen, da hast du überhaupt keine Chance. In meiner eigenen Firma, die habe ich von klar aufgebaut, da hätte ich jede Stelle auch selber machen können. Im Rathaus, Standesamt, keine Ahnung, das werden sie, wenn sie 50 Jahre Bürgermeister sind, wissen sie es auch nicht. Also das ist ganz wichtig, dass man mit der Verwaltung einfach auch gut kann. Also nichts persönlich nehmen, sondern es geht immer um die Sache und dann auch sich mit der Verwaltung. Die Verwaltung, ganz wichtig, also einfach stärken, mit denen gut zusammenarbeiten. Und ich muss sagen, ich habe mit denen auch so gut gearbeitet, dass die nahtlos, wie ich von einem Tag auf den anderen krank war, weitermachen konnten. Weil es gibt Kollegen, die machen im stillen Kämmerlein irgendwas. Das habe ich nicht gemacht, sondern die waren immer eingebunden und dann haben sie weitermachen können. Mhm. Aber wenn man irgendwelche Projekte hat, die keiner weiß, dann ist natürlich im Krankheitsfall das schwierig. Mhm. An wen haben Sie sich denn gewandt, wenn Sie mal nicht weiter wussten? Sie haben vorher schon gesagt, bei diesen Polizeifall, da haben Sie dann sich letztendlich an den Pfarrer gewandt. Mhm. Aber wenn es jetzt um Fachliches geht oder vielleicht auch mal irgendwie ein Rat vom Kollegen gut wäre, was macht denn da Sinn? Also Kollegen ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe, bevor ich gewählt worden bin, schon so Seminare gemacht und da habe ich einige schon kennengelernt, auch unseren Landrat zum Beispiel. Und wenn du dich mit Kollegen zusammensetzt und richtig auskotzt und dann sagst, mei, bei dem ist ja so und bei dem ist so, dann gehst du raus und denkst, so schlimm ist es ja gar nicht. Und es gibt 1000 Treffen und Tagungen und was, wo man sie trifft. Also man kann sie eigentlich, mit einem Kollegen kann man sie super austauschen, weil der ist ja kein Konkurrent, der hat das eigene Ding. Aber er hat denselben Schmarrn am Hals. Und wir waren im Würmtal, also wie gesagt, diese 5 Würmtal-Gemeinden ganz eng. Wir haben uns mindestens alle 5 Wochen getroffen, Mittag zu Mittagessen, haben alles gemeinsam besprochen. Mhm. Und auch im Landkreis, der Landkreis Starnberg hat nur 14 Kommunen. Wir haben ganz viel miteinander gemacht im Landkreis. Also solche Kooperationen mit Nachbargemeinden und so ist auch ganz wesentlich. Weil sie haben sonst niemanden, dem sie vorjammern können. Ein Ehepartner sagt irgendwann, langweilig mich nicht mit dem Schmarrn. Und sie können mit den Mitarbeitern fachlich reden, aber es gibt jemand, der führt, ist immer alleine irgendwo. Aber du kannst einen Kollegen suchen, mit dem du jammern kannst. Also das hilft auf jeden Fall. Vielen Dank auf jeden Fall auch für Ihre Worte, für Ihre Tipps, Frau Borst, langjährige Bürgermeisterin in Krailing. Schön, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank.